Wir haben gesehen, unsere Runde auf der Bühne ist grösser geworden. Wir treffen uns zum Podium. Und ganz herzlich begrüßen in dieser Runde möchte ich die beiden Herren links und rechts. Ich fange an mit dem Claudio Pietra und schaue schnell auf meine Notizen, dass ich ihn ganz richtig vorstelle. Der Claudio Pietra ist Mitgründer und Geschäftsleiter von der Firma Vertec. Und jetzt muss ich spicken. Vertec hat sich auf betriebswirtschaftliche Standardsoftwarelösung für Projekt- und mandatsbezogene Dienstleistungsunternehmen spezialisiert. Schön gesagt. Ja. Zu meiner Rechten, der Matthias Stadler. Der Matthias Stadler ist der CEO von der Martin Engineering. Und auch hier tue ich wieder kurz spicken. Martin Engineering ist Marktführer für Dental-Softwarelösungen in der Schweiz. Rund oder sogar mehr als 1200 Zahnarztpraxen, und das sind viele, die gehören zu euren Kunden oder sind eure Kunden. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben es mit zwei Personen, dürfen wir unsere Runde erweitern, die Spezialisierung, Fokussierung leben. Schön, seid ihr dabei. Wir werden uns im ersten Teil von diesem Podium vor allem ein bisschen mit den strategischen Fragen auseinandersetzen und im zweiten Teil werden wir dann auch Themen aufnehmen aus dem Bereich Sales, Verkauf. Claudio, wir haben es gehört, du bist Geschäftsleiter von der Software-Schmiede Vertec. Ihr macht ERP und CRM-Lösungen. Stellt euch ein Unternehmen doch mal ein bisschen näher vor, dass wir ein besseres Verständnis haben von dem, was wir haben. Sehr gerne. Wie du gesagt hast, Damian, Vertec hat sich fokussiert oder spezialisiert für Gesamtlösungen für Projekte und mandatsbezogene Dienstleister. Das ist ein Überbegriff, den wir brauchen für zum Beispiel Software, Engineering-Buden, IT-Ingenieure. Das kann aber auch Unternehmensberater sein oder je nach Land und Branche einfach Treuhand oder Anwalt. Aber das sind die Branchen, die wir bedienen. Insbesondere tun wir uns abgrenzen von den etwas grosseren Breitband-ERP-Systemen, dass wir auch ein CRM integriert haben, weil wir glauben, dass insbesondere im Dienstleistungsbetrieb eigentlich die Projektabwicklung oder die Auftragsabwicklung kann nicht getrennt werden von der Kundenbindung oder vom Verkauf. Und die meisten von unseren Kunden, die haben fast weniger Kunden, als sie Mitarbeiter haben. Das bedeutet, dass Kundenbeziehungspflege kann nicht getrennt werden vom Projekt. Respektive der Projektleiter ist gleichzeitig der Verkäufer vielleicht etc. Dafür machen wir nicht richtig Finanzbuchhaltung, Personal, was die grossen Breitband-ERP typischerweise haben. Die Vertec, wir betreuen circa 600 Kunden. Etwa 14'000 Users, vor allem im deutschsprachigen Raum sind ein paar Exoten, die von außerhalb sind. Der weiteste Kundenwert ist Taiwan, aber der hat uns gefunden, der hat mir gesucht. Und seit 2012 sind wir mit dem Standort in Deutschland unterwegs, in Hamburg. Aber grundsätzlich, wir haben viel Markt schmeckt. Also ich würde sagen, wir haben natürlich angefangen in der Schweiz, das ist klar. Wir haben immer noch sehr viel mehr Kunden in der Schweiz als in Deutschland. Wir haben vor 3 Jahren angefangen, Deutschland aufzubauen im Vertrieb und haben jetzt gemerkt, wir sind eigentlich zu erfolgreich, um das nicht weiter zu treiben. Und das war echt logisch, dass wir jetzt auch direkt in Deutschland da sind. Aber wir kommen aus der Schweiz raus, wir sind immer in Zürich gewesen, also wenigstens jetzt der Vertec AG-Teil, der angestammte Standort. Und unser Heimwert ist eigentlich im deutschsprachigen Raum. Und gleich höre ich als Schweizer Opportunität daraus mit neuen Märkten, die euch findet. Ja, also es ist ein Anwalt in Taiwan, der uns gefunden hat. Der hat einen Schweizer Bezug. Da sagen wir nicht nein, wenn die Software passt, oder? Aber ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen der aktiven Kommunikation gegen aussen, wo man sagt, was macht man, und wenn jemand auf einen zukommt, dann sagen, ah, das passt jetzt für dich auch. Oder wir haben auch sehr exotische Kunden, wie zum Beispiel die Olma-Messe oder die Valora oder die Swisspost. Aber dort ist es immer dann irgendein Dienstleister, wo innerhalb, also die Olma sind es zwar alle, aber die bringen auch eine Dienstleistung. Aber wir würden jetzt nie sagen, wir haben eine Lösung für Messebetriebe. Danke vielmals.
Matthias, wenn ich zu dir komme, ich muss zu meiner Schande, aber vielleicht ist es gar nicht so, Schande ist da. Ich habe, bevor ich dich kennengelernt habe, im Vorfeld von dieser Veranstaltung, von diesem Unternehmen, noch nie etwas gehört. Ich habe nicht gewusst, was ihr macht. Ich konnte auch die Marktgröße gar nicht abschätzen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die hier sind, dass sie in der gleichen Situation sind und euch als Unternehmen nicht kennen. Gib uns ein paar Informationen, was ihr macht. Also das ist wahrscheinlich so, ich gehe davon aus, dass ein Viertel oder 30-40% finden, muss damit rechnen, dass die Rechnung vom Zahnarzt von einem Kumpel kommt. Aber es ist effektiv so, außerhalb der Branche legen wir auch Wert auf, dass man uns kennt. Also wer uns muss finden, der findet uns. Das sind die Branchenteilnehmer. Und zum Rest haben wir keinen Bezug. Also wir machen Zeit zu Unternehmen, gibt nichts anderes als Lösungen für Zahnärzte. Und das hat sich über die Jahre hin zu einer extrem vertikalen Spezialisierung entwickelt. Früher haben wir Softwareentwicklung und Standardsoftware. Und inzwischen darf ich so sagen, von der Beratung bis zur Entsorgung machen wir alles. Zum Teil auf Mandatsbasis, Bauherrenberatung, Praxisbau, das ist sehr viel, was in die Infrastruktur hineingeht. Und da haben wir sehr tiefe Kernkompetenz, die auch von anderen Anbietern und dazwischen so quasi eingekauft wird. Das ist der sogenannte Dentaldepot, das sind die Ausrüstung der Praxen, die unsere Kompetenz abfragen. Und das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, das sich ja alles ergeben hat. Aber wie auch im Claudia ist so, dass wir auf die Schweiz fokussiert sind. Das ist eine technische Limitation von der Regulierung her. Also Deutschland ist für uns ein absoluter No-Go. Können wir abschiessen. Wir haben in Italien ein Dutzend Kunden, weil die Italiener haben es vor ein paar Jahren fertig gebracht, den Markt so zu liberalisieren, dass sie können abrechnen, wie sie wollen. Einfach solange es quasi die Finanzen kompatibel ist. Das ist es eigentlich. Und dann haben es auch ein paar Kunden außerhalb von der Dentalbranche, die uns gefunden haben. Das sind namentlich ganz grosse Waffen. Also für die haben wir eine Agenda-Lösung, die wir bei den Zahnärzten letztendlich einsetzen. Und es ist halt so, irgendwann ist ein Coiffeur bei seinem Zahnarzt gesehen und hat sich gewundert, wie der gut kann disponieren kann. Und dann fragt, wer hast du das Zahnarzt? Und so ist er. Das war ein Unternehmensberater übrigens, hat er alle zu uns gebracht. Und für uns war es kein Auffang, also wir können auch ein paar mitvisieren und die Sachen so laufen. Aber es ist kein Herzblut dahinter, außerhalb von uns Metzger. Euer Fokus ist an Herz. Absolut. Kannst du uns etwas zur Firma Grösse sagen? Die Firma hat, genau sind es zwei Firmen. Wir haben uns sprachlich aufgeteilt. Die Tochtergesellschaft von der Latinischweiz, also Westschweiz und Tessin betreut. Vom Tessin und sind 6 Mitarbeiter und 34 Börsen in der Schweiz. Okay. Wovon primär Softwareentwicklung, Support und Service und Administration praktisch null und der Verkauf ganz, ganz schlank und effizient. Beide Firmen im Softwarebereich fokussiert und unser Thema ist ja der Softwareverkauf, der erfolgreiche Softwareverkauf, der profitable Softwareverkauf. Ich möchte an dich eine Frage stellen. Was definiert denn ein profitabler Softwareverkauf? Ist erfolgreich profitabel? Ja. Also auch der Titel von unserer Veranstaltung. Wir haben den natürlich absichtlich so gewählt. Wir haben dann auch können sagen, erfolgreich verkaufen. Aber wir haben uns ganz klar auf das Thema eben profitabel verkaufen. Erstens ist es mal so, dass viele gar nicht wissen, ob sie überhaupt profitabel verkaufen oder nicht. Ich weiss selbst aus meiner eigenen Erfahrung als Softwareanbieter. Wir haben zwar unseren Kunden immer gesagt, dass wir für sie Lösungen liefern, damit sie das noch wissen, selber haben wir es aber nicht gewusst. Betonung liegt ganz klar auf den Begriff profitabel. Und wir wollen mit dem eigentlich sagen, es braucht grundlegende Voraussetzungen, damit das überhaupt erst möglich wird. Also wir reden nicht von Gemismen da und so weiter, das können Ihre Softwarepakete wahrscheinlich besser, wenn wir Ihnen das erzählen können. Aber es braucht Grundvoraussetzungen. Und die haben wir eigentlich in diesen beiden Referaten klar herausgehoben. Das ist ein Thema, ist die ganz klare Strategie mit den Elementen, wie ich das dargestellt habe. Auf der anderen Seite braucht es aber natürlich auch Verkäufer, die das verinnerlicht und wo die Message, also die Kundennutzen-Kommunikationsmessage zum Kunden überbringt. Er ist die Speerspitze und er muss das Kundennutzen-Thema muss er mit den Löffeln fressen, sonst wird das nicht funktionieren. Okay. Weitere Frage an dich.
Der Urs hat alles im Vortrag und ich kenne den Urs schon länger. Ich weiß, dass er das wirklich, dass er das lebt und dass es seine tiefe Überzeugung. Er sagt, zufriedene Kunden schaffen automatisch Erfolg. Zufriedene Kunden sind Basis für den Erfolg. Ist das deine Erfahrung auch? Absolut. Ich denke, es wird kein Unternehmen langfristig können Erfolg erfolgreich wirtschaften und wachsen, wenn es nicht zufriedene Kunden kann generieren und vor allem auch weiss, was der eigene, wo sie Nutzen stiftet. Und ich glaube, das haben wir gesehen, auch beim Markus im Vortrag, oder das ist bei dir gewesen, genau bei dieser Technikkommunikation. Also ich glaube, das Zentrale ist ja auch, und da müssen wir uns Softwarehersteller rein wieder fragen, machen wir das auch richtig, oder? Dürfen wir wirklich den Kundennutzen kommunizieren und nicht die Technik hinter dem, oder? Also dürfen wir nicht probieren, Produkte zu verkaufen, sondern eigentlich Lösungen. Dürfen wir kommunizieren, was der Kunde erwartet, was ihm die Software an Nutzen stiftet, oder welches Problem, dürfen wir überhaupt eine Lösung präsentieren. Und ich glaube, insbesondere ist wichtig, dass das eigentlich das ganze Unternehmen muss durchdringen, aber insbesondere auch die Kommunikation. Dass man auch raussteht, oder was ist überhaupt meine Leistung. Ich glaube, dein Beispiel von der Evaluation hat das so deutlich gezeigt, oder? Dass die Kunden auch das suchen, oder? Ist der positioniert auf mich? Passt das auf mein Bedürfnis? Oder? Und ich denke, die Zeit von der Technik ist ein bisschen vorbei, obwohl auch unsere Branche immer wieder mit neuen solchen Hypes kommt. Bin ich echt überzeugt, dass Kunden Lösungen suchen. Wenn ja der Erfolg ein automatisches Resultat ist von Kundenzufriedenheit, wenn das so ist, dann würde ja das heißen, und die Frage habe ich wahrscheinlich stellen, Matthias, dann würde das heißen, eigentlich muss ich ja gar keine Budgetvorgabe mehr machen. Ich muss kein Umsatzziel formulieren, sondern ich definiere, was ist ein zufriedener Kunde oder wie schaffe ich zufriedene Kunden. Und der Erfolg, der kommt dann ganz automatisch. Also, wenn du einfach sagst, du machst einen Kunden, der Verkäufer muss irgendwie so und so viele Millionen Umsatz machen, müsste dem eigentlich zustimmen, weil Umsatzbonzen kann nicht nachhaltig erfolgswirksam sein, das ist wirklich so. Aber ich denke, es fällt eben damit an, dass du den Erfolg auf einer anderen Schiene musst abholen. Also ich habe das irgendwann einmal im Gespräch gesagt, wenn Kunden zu Freunden werden, danach ist man auf der Schiene, wo man es eben auch abholt. Du musst, und das ist absolut Voraussetzung für einen Erfolg, als Problemlöser erkannt werden. Im Motto kann ein Problem, wer hilft mir dabei, dann müsst ihr anrufen. Wenn das nicht verinnerlicht hast, das muss ein Verkäufer zielverstanden haben, wenn er das nicht gecheckt hat, wird er nie erfolgreich sein. Da kannst du eine Vorgabe tiefer hoch machen, es spielt gar keine Rolle, er kann das Ziel nicht erreichen, weil er nicht ankommt. Logisch musst du irgendwo ein Budget machen, weil du hast Kosten. Also, das muss ich auch machen, nur machen wir nicht ein Budget im Sinne von, wir müssen so und so viel Umsatz machen, sondern grundsätzlich mal ist das Budget das, am Ende des Jahres ist eine dick schwarze Zahl in Bilanz. Sonst hat es volle Konsequenzen, aber du musst auch dann wieder in der Lage sein, das rechtzeitig zu erkennen. Wenn es halt im Februar noch nicht stimmt, dann musst du dann schon Gas geben. Das heisst aber, wir budgetieren ganz konventionell auch, aber tun wir dann auch zufriedene Kunden budgetieren, also quasi. Das ist eine Frage. Du kannst zufriedene Kunden nicht budgetieren im eigenen Sinn. Aber ich habe immer mit jetzt eine ganz angenehme Aufgabe. Das ist wirklich eine absolute Chefaufgabe bei uns. Mit Dezember fakturiere ich Serviceverträge ins kommende Jahr. Und ich habe es ist übrigens ganz klar messbar, ich tue es zwar nicht genau messen, aber ich weiss auch, wo ich bin. Nach der Losung, und das ist das Thema zu vielen Kunden, und das kannst du so ein bisschen planen, du musst dafür sorgen, dass die Kunden die Rechnung gerne zahlen. Und dann hast du zu vielen Kunden. Und die Zufriedenheit lässt sich ganz einfach messen, bei uns wird konstant vorfällig die Rechnung gezahlt. Also,
70% von Rechnungen werden innerhalb, wir haben 30 Tage Zahlungsfrist, werden innerhalb von 20 Tagen gezahlt. Und das ist wie die Leistung. Und es ist nicht nur verkauft. Es ist das Team, das mitzieht. Jeder, der eine Leistung erbringt, muss dafür sorgen, dass der Kundenfluss das als Leistung anerkennt und bezahlt sein. Wir sind erschienen sehr erfolgreiches Unternehmen seit vielen Jahren. Was würdest du sagen, was sind für euch die Schlüsselerfolgsfaktoren, dass ihr das sinnvoll in deiner Zukunft realisieren? Also auch die Intensität ist etwas, was du gesagt hast. Also in der Wahrnehmung, es braucht, der Kunde erwartet eine Konstanz. Also wir müssen kalkulierbar sein für den Kunden. Nicht, jetzt machen sie das, drei Jahre später machen sie 180 Grad Kehrtwendung, zickzack. Also die wollen den roten Faden haben, die wollen eine Konstanz haben. Man muss kalkulierbar, man muss verlässlich sein. Wenn ich das anbringe, danach habe ich eigentlich relativ viel vom Weg dort beschritten. Also ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das ist das, was mir Kunden sagen. Ja, ich weiss genau, ihr sorgt für mich, wenn etwas Neues kommt. Und wenn es technisch etwas Neues erfordert, dass das weiterläuft. Kalkulierbar. Es ist klar erkennbar, wo wir angehen. Weil jedes Unternehmen, auch von Ihnen auch, hat ja, also mindestens die, die schon ein paar Jahre alt sind, haben eine Vergangenheit. Und die Vergangenheit wird sehr wohl zur Kenntnis genommen. Und wenn sie nachvollziehbar ist, was sie gemacht haben, dann hat man entschieden in Zukunft. Sind das eure Faktoren, Erfolgsfaktoren auch gewesen? Ja, ich denke sicher. Also, wenn ich da noch darauf antworte, oder? In jungen Jahren, wo wir noch dringend neue Kunden gesucht haben, ist es doch vorgekommen, dass jemand an einem Mess gekommen ist und dann hat man gehofft, ihr kauft es dann. Und nächstes Jahr ist er wieder gekommen und nach 5 Jahren hat er gesagt, ja, euch gibt es immer noch. Jetzt ist es endlich Zeit, um zu investieren. Oder wir hätten es auch gerne im ersten Jahr schon genommen. Aber tatsächlich muss man eigentlich alles tun, damit die 5 Jahre, dass die Story immer noch genau gleich tönt für den Kunden. Er kommt in den Stand und sieht im besten Fall sogar noch die gleichen Leute. Also ich glaube, bei uns ist es, der Erfolg kommt aus der Fokussierung auf Nischen. Wir haben die Nische beackert wir schon lange. Auch zu einer Zeit, wo vielleicht viele Leute das noch nicht so verstanden haben oder das auch noch nicht wahrgenommen worden ist, dass man das nicht eine Auftragslösung tut für jetzt, unsere Zielbranche. Und ich glaube immer, ich denke, bei dir ist das völlig klar, oder bei mir ist es ein bisschen weniger klar, oder weil ich auch eine Olma-Messe bedienen kann, aber wenn der Verkäufer kann draussen beim Kunden sagen, nein, das können wir nicht, sie sind kein geeigneter Kunde für uns, und auch schon am Telefon besser. Ich denke, dann hat man es geschafft, was man jetzt an Fokussierung muss erreichen. Und ich denke, das ist etwas, was ich habe jetzt bei neuen Verkäufern immer wieder versuche, dass sie nicht in das hineingehen, was der Markus gesagt hat, oder, also dass man einfach probiert, überall alles, oder? Sondern dass der Verkäufer auch sagen kann, nein, das können wir nicht. Entschuldigung, wir können nichts für sie tun. Oder? Daneben ist sicher noch bei uns, zu uns zugute gekommen, dass wir mit einer langfristigen Eigentümerschaft auch nicht haben müssen, nach 2-3 schlechten Quartalen oder einer Rezession gerade die Strategie wechseln. Oder? Und sicher ganz zentral ist, dass wir einfach gar nichts anderes machen. Also sämtliche Versuchungen widerstand sind, nebenan ein bisschen Hardware zu verschrauben oder in die Unternehmensberatung einsteigen etc. Und ich denke, das ist jetzt aus meiner Sicht absolut zentral, weil all die Leute, die bei uns sind, die machen den ganzen Tag nur etwas. Oder? Und das tut eigentlich das Know-how fördern, die Zielrichtung ist völlig klar. Und ich denke, diversifizieren ist es für ein Unternehmen in unserer Größe ist tödlich, oder? Das ist keine Option. Jetzt, also übrigens, ich kann da etwas anhängen zum Thema Budgetieren. Wir haben mal versucht, über die Kostenrechnung zu budgetieren. Das hat dem Unternehmen ganz schön Knick gebrochen. Interne Leistungsverhältnisse? Ja, interne Leistungsverhältnisse ist natürlich in einem kleinen Betrieb absolut tödlich. Und man hat sofort den Fokus auf Umfeld. Man fällt sich auch selbst beschäftigen. Das geht blitzartig. Das ist nicht so, dass wir in einem Marktführer sind und seit über 30 Jahren im Markt drin sind, dass wir hinterlehnen und sagen, der kommt schon. Logisch haben wir auch lange Lead-Times. Sie schwanken im Moment so zwischen 72 Stunden, das war gerade der kürzeste, und etwa 7 Jahre, bis wir einen Abschluss haben. Aber es ist genau das, was du sagst. Abwehr gibt es immer noch.
und sind dann die gleichen Leute. Ja, ich bin jetzt so weit. Ich gehe mal mit dem Hund zum Mittagessen, der genau so abgelaufen ist. Auch nicht will den Druck aufsetzen. Weil erst einmal, der merkt, der ist uns insofern relativ zu. Der verändert sich einfach in einer Sekunde auf die andere. Aber auch wir sind wahrscheinlich in der Situation, dass er, wenn wir in einem Kundengespräch sind, in einem Projekt Kunden nutzen und kommunizieren. Wie machen die das? Eigentlich können wir primär eben nur den Kunden nutzen, kommunizieren. Also wir gehen da und versuchen, seinen Prozess abzubilden. Wie machst du das? Wie machst du es optimal? Und dann kommt eben sehr oft die Frage, und das ist eigentlich die Gegenfrage vom Kunden, wie sollen wir das besser machen? Sie sehen ja in vielen Praxen, haben wir noch eine andere Idee. Ich habe das Gefühl, ich mache es nicht optimal. Und genau dort kann ich hier enden, zu sagen, oh, zuerst nutzen wir die Möglichkeit. Das hat die Konsequenz. Wenn wir so drüber sind, die Konsequenz. Und am Schluss hast du ihn genauso. Also ich werde, und wir haben den Vorteil, wenn wir mal einen Hund haben, werden wir fast nicht mehr los. Wir sind in einer anderen Situation gelegen. Wir sind in einem freien, offeneren Markt. Der Matthias hat Mitbewerber, aber so wie ich es verstehe, ganz im gleichen Mass. Ihr habt Mitbewerber, sehr potente Unternehmen, aber das Ähnliches machen. Wie dürft ihr euch differenzieren? Oder ich möchte vielleicht noch auf eine Aussage von Brandon zurückkommen, aus seinem Vortrag, wo er sagt, Technologie-Features, technische Leistungsmerkmale sind gar nicht so zentral in der Kommunikation. Würdest du das unterschreiben? Oder wie bringt ihr euch ein Produkt an den Kunden? Also wir machen das ziemlich frei von Technik gefasselt. Klar, es bleibt die Kürzel CRM und ERP, die sich zum Glück ein bisschen durchgesetzt haben. Oder? Ich möchte schnell eine Anekdote erzählen. Ich war letztes Jahr an einem Forum, wo unser grösster Mitbewerber, der mit den drei Buchstaben, hat einen Vortrag gehabt, und das war sogar so gewesen, dass nicht einmal ich das verstanden habe. Also haben sie erzählt, wo ich eigentlich das nicht wiederholen, oder? Aber ich kann mich dann überlegen, ob irgendjemand im Saal das verstanden hat, oder? Was jetzt für ihn der Nutzen könnte sein. Und solange selbst die noch an das glauben, oder, muss ich sagen, das hat mir extrem gut getan, oder? Zum sehen, dass eigentlich da werden neue Datenbanktechnologien als revolutionär dargestellt, wo schlussendlich welche Kundennutzer generiert, ist total unklar, oder? Klar, die können sich das leisten, oder? Das können wir nicht. Ich glaube, um auf die Heiz- oder technischen Sachen zu kommen, ich glaube, die Kunden sind irgendwo interessiert, oder? Stellen vielleicht die Fragen, aber auch wenn der Kunde ein insistiert, muss man möglichst schauen, dass man schnell wegkommt und eigentlich die Lösung entsprechend kommt, oder? Eben, viele Kunden sind ja konditioniert auf die Art von Evaluation. Aber, das ist richtig, oder? Wenn es jetzt immer ein SQL sein, jetzt muss es irgendwie Software as a Service sein, oder es muss irgendwie On-Demand, Cloud oder so. Aber wenn man dann wegkommt, sagt man, was brauchst du denn das eigentlich, oder? Dann sind die Themen eigentlich ziemlich schnell sind die vom Tisch, oder? Und ich finde, das krasseste Beispiel jetzt in der Schweiz, oder, seit es den SharePoint gibt, und ich will jetzt niemandem das nachtreten, ich sehe so viele SharePoint-Anbieter, die sagen, wir machen SharePoint, oder? Und das wird auch fett beworben. Gerne mal in SharePoint in Google, oder, wie viele AdWords da sind. Oder? Ich frage mich immer, ja, welcher Kunde will schon SharePoint haben? Also wenn schon bitte ja eine Lösung haben, wo vielleicht SharePoint das geeignete Instrument dafür ist, oder? Aber ob jetzt für die Archivierungslösung den SharePoint das Richtige ist, auch dort müsste ich wahrscheinlich mit einer Fokussierung auf eine bestimmte Lösung, wo man sagt, ich tue mit SharePoint das und das Kundennutzerstift, würde wahrscheinlich weiterführen, oder? Als jetzt einfach eine Technologie werden zu verkaufen. Das ist absolut meine Meinung. Das setzt jetzt auch voraus, dass man den Kunden versteht. Das setzt auch voraus, dass man den Kunden versteht. Man weiss, was sein Business ist, wie sein Laden funktioniert. Und das muss mit einem gewissen Selbstverständnis herangehen und nachher der Nutzer. Und man muss auch bereit sein, das Zeug nicht zu machen. Wo zwar noch verlockend da wäre, und sagen, oh, das könnte man eigentlich auch, oder? Ich meine, tatsächlich ist das ja so, die SharePoint kennen, ich meine, wenn man checkt hat, wie die Technik funktioniert, mit genügend Branchen auch, könnte man etwas für die Branche machen, oder? Und ich meine, wir kennen das alle. Entwickler und Techniker, die sind fasziniert, da neue Lösungen machen. Okay, aber das könnte man doch auch noch, oder? Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, die Fokussierung von der Unternehmung eben zu behalten, den Kurs zu zählen und zu sagen, das machen wir sicher nicht. Wir haben doch keine Ahnung von, was weiß ich, Apotheken. Fokussierung auf einen klaren Markt, auf bestimmte Produkte, haben wir da Alleinstellungen zu, beziehungsweise wir können Alleinstellungsmerkmal
rausschaffen und auch gut werden da drin. Das ist aber ein strategischer Prozess. Wie können wir überhaupt so weit als Unternehmen? Auch als KMU? Ja, ich glaube, ich habe das in meinem Vortrag relativ angerissen. Ja. Wie gesagt, es sind die Grundprinzipien, die im Vordergrund stehen. Die sind an und für sich, sage ich jetzt mal, gänsefüßlich heilig. Ja. Und es ist, wie es die beiden Herren jetzt auch sehr gut dargestellt haben, es ist nicht nur ein sich interessieren für den Kunden, dass sich im Prinzip an zweiter Stelle, an erster Stelle, noch fast wichtiger ist, dass man sich zuerst mal überlegt, wer das soll überhaupt meine Kunden sein. Das ist jetzt, wenn ich eine Dentalsoftware-Lösung mache, ist das relativ einfach. Wenn ich so etwas mache wie mir, wird es schon schwierig. Wenn ich SharePoint anbiete, dann wird es schon eine harte Nuss. Also dann muss ich wirklich mal tief in mich gehen und muss mir da einiges am Hirnschmalz muss ich mir da zu Rate ziehen, um da eine vernünftige Spezialisierung herauszukristallisieren, herauszuschaffen, die dann auch wirklich die Alleinstellungskriterien erfüllt. Aber auch dort ist es möglich, es ist im Prinzip überall möglich. Es ist auch möglich bei einem Bäcker oder bei einem Metzger. Das ist einfach eine Softwareveranstaltung, aber das gilt grundsätzlich universell gesagt für jeden. Es sind ja sehr strategische Fragen und Strategie ist ja typischerweise im Aufgabenbereich von einem Verwaltungsrat. Was ist deine Erfahrung? Ist Werte von Verwaltungsrat in KMUs entsprechend die Strategie nicht diskutieren? Vielleicht du zuerst mal so, ja. So die Praxis übergeben. Gerne. Ja, also wir leben ja das amerikanische Modell in der Schweiz. Das heisst, die Geschäftsleitungsmitglieder, das sind Sie auch, darf auch gleichzeitig im Verwaltungsrat einsitzen oder Verwaltungsratspräsident sein. Und das ist bei der KMU üblicherweise der Fall. Also Geschäftsleitung gleich Verwaltungsrat. Gelegentlich treffe ich Softwareunternehmen, wo auch noch ein externer Verwaltungsrat ist. Das finde ich vom Ansatz her schon mal gut. Trotzdem, in der Praxis ist es so, dass in diesen Verwaltungsratssitzungen, in denen wo ich zum Teil schon teilgenommen habe, dann trotzdem, sagen wir mal, zwischen 50-99% über operative Dinge geredet wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass halt eben Geschäftsleitung auch ein Verwaltungsrat ist. Also die Geschäftsleitungsleute müssen sich bewusst sein, ich bin jetzt quasi in einer Verwaltungsratsstrategiesitzung und ich muss mir einen anderen Hut anlegen. Das ist noch zu wenig. Was ich auch feststelle, ist, dass das Strategiewissen, Strategie-Know-how bei diesen Verwaltungsräten einfach noch zu dünn ist. Also dort ist effektiv noch ein Nachholbedarf. Die wissen eben besser über Technik und andere Sachen Bescheid, als über das Thema, wie tue ich mein Unternehmen zukunftssicher aufstellen. Und ich denke, das ist eine von der primären Aufgaben, die so ein Verwaltungsrat hat. Die Frage kann ich sehr, die glaube ich, aber eigentlich sehr gerne beantworten. Ich möchte sie von dir so formulieren. Wie durchlebst du Ihr strategischen Prozess? Also wir sind organisiert oder, mit einem Management-System, das ISO 9000 kompatibel ist. Wir leben das seit 11 Jahren mit dieser Zertifizierung. Und wir haben im Gegensatz zu dem, was die Norm fordert, haben wir auch den Verwaltungsrat. Also es gibt einen Prozess, der erste Führungsprozess bei uns heißt Verwaltungsrat und Strategie. Und dort ist definiert, was der Verwaltungsrat tut. Und wir leben das wirklich auch. Also wir machen mindestens einmal im Jahr ein Review. Und jetzt im 2012 sind einige strategische Sachen angestanden, haben wir auch einen tägigen Workshop durchgeführt mit den Verwaltungsräten, wo wir versucht haben, nicht über Operatives zu reden. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt nicht schlecht gekommen. Also ich denke, man muss das, wie halt immer bei diesen, sagen wir, Prozessen ist ja etwas, was den Leuten nicht so liegt, weil es langweilig ist, man macht immer das Gleiche, oder? Die Leute machen lieber ein Projekt, wo sie etwas anfangen und nicht zu Ende bringen, oder? Und ein Prozess ist ja, ich mache es jeden Monat gleich und ich denke, das hilft uns jetzt, um einfach zu sagen, ja, jetzt ist einfach jährlich, kommt das und der Verwaltungsrat, auch wenn die jetzt das Gefühl haben, das ist jetzt langweilig, dann kommt das auf das Tapet und meistens gibt es dann eben schon etwas zu diskutieren, was strategischer Natur ist, oder? Obwohl wir natürlich jetzt, sagen wir, seit 10 Jahren die gleiche Grobrichtung fahren, gibt es natürlich immer strategische Themen, oder? Positionierung, Fokussierung, Expansion, neue Software-Generation und. Ja, bei euch glaube ich das. Matthias, ist das bei euch? Fahren ihr überhaupt noch strategische Diskussionen? Ihr habt ja euren Markt, ihr habt euer Produkt, euren Weg.
eigentlich gar nicht mehr nötig. Der Grund, warum wir etwas anwenden, haben wir sehr wohl Konkurrenz. Das ist konkurrenzlos sind. Und nein, es ist bei uns ein moderner Strategieprozess. Wir haben ein Prozessmanagement bei uns betrieben. Aber wir haben tatsächlich das Problem, wie du gesagt hast, weil 50% der Geschäftsleitung ist der Verwaltungsrat. Das ist jetzt einfach so bei uns. Und da muss man sich unheimlich permanent in der eigenen Nase nehmen, dass man eben nicht von strategischen Sachen ins Operative reinplantet und umgekehrt. Aber wir haben die Geschäftsleitung, die Mitverwaltungsrat viermal im Jahr in Klausur und mindestens eine von diesen Klausuren ist die Strategie. Das ist also, das gehört dazu und da müssen wir uns manchmal in der Vorbereitung sagen, okay, Strategie, jetzt müssen wir das Geschäft einfach vergessen. Das ist, es ist auch, wir haben Geschäftsleitungsmitglieder auch nicht für das, weil wir haben zu wenig Zeit, um noch lange hinten raus dann in die Umsetzung, sondern auch relativ schnell mit Resultaten hinten führen wollen. Wenn wir etwas anpassen muss, wenn wir eine Strategie auch noch machen, das ist gut, oder? Aber da muss auch jeder vorbereitet sein. Das ist, braucht man noch ein bisschen Konzentration, sich auf Fokusstrategien zu fokussieren. Ein Coach würde vielleicht helfen. Wir haben den Martin. Wir machen das auch zwischendurch mit einem Coach, nicht jedes Mal. Du hast gesagt, wir sind nicht ganz allein, Marc, trotz alledem. Das heisst, auch ihr spürt wahrscheinlich Wettbewerbsdruck. Ja, ist der zunehmend oder abnehmend? Sind ihr denn schon fast wie ein Druck durch ihre Nein, gar nicht. Wir merken das schon. Also grundsätzlich ist es immer so, wenn du Marktführer bist du der Erste, der darauf geschossen wird. Oder? Das ist so. Wir merken das. Aber wir sind vielleicht eben über den Kundenfokus, mindestens ein Teil unserer Mitbewerber, durchaus ein wenig geteilt. Also, durch das, dass wir als Problemlöser in Märklinen bekannt sind, merke ich auch immer, wenn einer von den Mitbewerbern Kapriolen macht, dann rührt bei uns die Deckelleitung, und zwar relativ zügig. Dann kann ich wieder einmal eine Ladung Mitbewerberinstallationen abräumen. Aber wir merken es schon, es ist regional unterschiedlich. Wir haben in der Latinischen Schweiz brutalen Preiswettbewerb, wo wir versuchen zu gehen, dass wir eben nicht über den Preis offerieren, sondern über den Feature Function Benefits. Deutschschweiz ist es ein bisschen anders. Dort ist der Wettbewerb eigentlich mehr innerhalb der Zahnarztpraxen. Und wir müssen scheinbar aufpassen, dass wir auf uns einwünschen, wo am Schluss auch nicht rechnen kann. Also das ist heute wesentlich mehr als die Zeit, wo die Zahnarzt auch voll haben und da investieren sie schon lange nicht mehr. Also ich habe Kunden, die weiss, sie haben auf einem führbaren Einkommen von 4'000-5'000 Franken als selbstständiger Zahnarzt, würde ich das nicht so lustig. Wir sind als Urtrecht sehr gut positioniert am Markt, kann man sagen. Wie merken ihr den Wettbewerb oder allgemeinen Wettbewerbsdruck? Nimmt der zu oder ab? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass er zunimmt, muss ich dir sagen. Ich glaube eigentlich, wenn man zu den richtigen Kunden geht, dann ist man vielleicht häufig sogar leidlich oder nicht in der allergrossen in einem grossen Kreis von Anbietern, also die 15, die du genannt hast, oder wenn wir wissen, dass wir 51 sind, ist das für uns eine Kontraindikation, sondern überhaupt aktiv werden. Also wir pflegen eigentlich, also wir schauen auch, wo wir überhaupt investieren und wo wir überhaupt gehen. Oder? Und wenn wir sehen, das ist irgendwie eine offene Ausschreibung, oder, und die Lastenheft sind an 30 Leute gegangen, dann nehmen wir uns eine Freiheit gar nicht zu antworten. Einfach sagen, das machen wir nicht. Also natürlich klingt es ein bisschen hochnäsig, wir machen auch nicht 1'000 Neukunden pro Jahr, aber ich glaube, die wir nicht machen, die machen wir nicht, weil wir dort gesagt haben, nein, das ist nichts für uns. Und durch das können wir den Wettbewerbsdruck eigentlich in einer bestimmten Masse entschärfen? Also ich glaube, bei uns, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei allen von Ihnen auch so, bei dir auch, oder? Wenn das Produkt wirklich passt auf den Kunden, dann ergibt sich das automatisch, dann gibt es eigentlich gar keine Konkurrenzsituation mehr. Weil der Kunde sieht, das ist genau das richtige Produkt. Und wenn es nicht ist, dann kauft er natürlich das Konkurrenzprodukt, aber dann hätte mir ja nicht gepasst eigentlich. Das sind wir beim Beispiel von dir, wo sie von deiner ersten Geschichte einführen. Ja, genau.
Ja, so was er sagt, bestätigt das im Prinzip. Ja. Also ich bin natürlich überzeugt, dass man mit doppelt so viel Verkäufer wird man nicht doppelt so viel Umsatz machen. Also weil schlichtweg der Markt nicht viel her. Also ein Kunde mehr zu holen, das ist vielleicht noch möglich, oder? Weil man hat einfach einen nicht genug betreut, der ist beim Konkurrenten, der auch ein gutes Produkt hat und der hat noch den gehabt, der geht so gut bei uns kaufen. Aber das ist nicht beliebig ausdehnbar, oder? Das, also, wie gesagt, wir lernen es auch im Online, wie viele Kühe machen Mühe. Also, du kannst nicht leisten, wie viele Verkäufer einstellen und glauben, es läuft doppelt so schnell hinten vorne. Sondern du musst dafür sorgen, dass du von einem Verkäufer, dass er seinen Markt und seine Region kennt. Und der Markt muss ihn kennen. Wenn man den sieht, muss man den gerade assoziieren mit dem Produkt. Mir ist es völlig wurscht, wenn man meinen Namen kennt. Aber wenn ich sehe, irgendwo an einer Veranstaltung, müssen Sie genau wissen, zu welchem Produkt das meine Nase gehört. Also es gibt einen bekannten Spruch von einem Positionierungsexperten aus Deutschland, der sagt, wer nicht automatisch neue Kunden gewinnt, ist falsch positioniert. Das ist genau das, was du sagst. Das ist auch meine Vision, der erlebe ich noch. Also ich träume davon, dass man als Unternehmen im Prinzip nur eine saubere Strategie muss haben, klare Kommunikation nach außen und dann braucht es keinen Verkäufer mehr. Dann geht es in die Richtung, wie der Markus gesagt hat, dann haben wir eben keine Verkäufer mehr, sondern dann haben wir wirklich Berater, die das Problem des Kunden verstehen, die sich dort hineinarbeiten und die dann den Kundennutzen überbringen. Aber es sind nicht Verkäufer, so Schuhputz, also Schuhe in Türen stellen und solche Geschichten. Das ist ein wunderbarer Übergang eigentlich. Also genau. Mein zweiter Thema bin ich noch Verkauf, Beratung. Wir haben von Verkäufern gehört, aber Beratung steht eigentlich im Vordergrund. Und dann kommt noch ein weiteres Element dazu, das profitable Verkäufer beraten. Frage dich, Bendo, wie stellen wir sicher, dass eure Verkaufskrew, ganz egal wie groß das ist, erfolgreich wird, sie es halt eben wirtschaftlich erfolgreich verkauft? Also wir haben natürlich den grossen Vorteil, dass wir ein Standardprodukt haben, eine Standardsoftware, und wir wissen, für welche Kunden die gut passt. Und wenn der Kunde in der Zeitbranche ist, wo man kann abklopfen, was für Probleme er Lösungen sucht, kann der Verkäufer gar nicht so viel falsch verkaufen. Oder? Dazu haben wir einen weiteren Vorteil, dass der Kunde das Produkt nach 10 Jahren hat. Oder? Das heisst, selbst wenn es jetzt eigentlich eine Software einführt, vielleicht 2-3 Stunden, 20-30 Stunden nicht berechenbar haben vom Projektleiter, dann ist das immer noch nicht unprofitabel für uns. Oder? Was wir einfach versuchen zu verhindern, ist, dass der Verkäufer in total branchenferne Kunden das verkauft, was so nicht passt, oder? Dass man auch mit massivstem Mehraufwand nichts anfindet. Und ich denke, wir fahren da ein risikobasierten Ansatz, wenn Pflichthefte reinkommen mit 700 Line-Items für 30 Mal unten, dann würde ich halt einfach sagen, das passt für uns nicht, oder? Und machen dann Absage nicht. Matthias, wie schaut ihr oder was trägt ihr dazu bei, dass die Verkaufskrew auch so gross oder klein sie mag sein, überhaupt kann erfolgreich sein? Was macht ihr als Unternehmen? Grundsätzlich haben wir mal sehr transparenten Ansatz im Unternehmen. Also es weiss eigentlich jeder Mitarbeiter, mit was man das Geld verdient und mit was nicht. Ich sehe jetzt mal bis auf die Finanzbuchhaltung und das Salärwesen ist eigentlich unser Betrieb eigentlich alles aufgelehnt. Also da sieht jeder rein. Und das hat zum Folge, dass das Bewusstsein der Mitarbeiter unheimlich geschärft ist, das zu tun, was am Schluss Profit abwirft. Also wir haben normale Supermitarbeiter und sagen, du, jetzt lebt es bis raus, das haben wir nicht mehr. Was machen wir jetzt? Also ich habe von selber und auch die Verkäufer sind darauf drin. Also wir haben dort einfach grundsätzlich mal dafür gesorgt, dass sie noch Geschäfte anreisen, die für uns passen. Also es fällt an, dass das erste Mal Kunden geprüft ist, ob das Risiko oder nicht, also ich gucke frisch einfahren. An sich ist für mich die Gefahr natürlich wesentlich geringer als bei dir, dass ich in einen fremden Bereich hineingehe. Also ich meine, bei uns gibt es Allgemeinzahnärzte, Orthopäden, Pickerhut und das war's dann. Und für die haben wir als Angebot. Aber sobald der eine noch zu viel Rennenbar, wo noch so richtig kosmetische, plastische Chirurgie gibt, muss ich sagen, jetzt fahren wir zu unserem Spielfeld raus. Ich muss ganz klar Stopp sagen. Und auch einen ganz klaren Punkt, wo wir eher negativ sind, zum ganz grossen Projekt wie in der Uni Zürich. So. Das ist, gehört in die Hochrisikogeschäfte. Ihr lasst euch in Verkaufsgruppe quasi ins Offside laufen. Ja.
Jetzt ist ja so, dass das Verkaufen wird immer ein bisschen anspruchsvoller, würde ich sagen. Auch wenn wir uns lösen von technologischen Features. Eine Frage an dich, Markus, dass wir dich auch ein bisschen wissen können. Brauchen wir durch das mehr Verkäufer und die gleichen oder positiven Resultate zu zeitigen? Das heisst, sind Firmen in Zukunft dazu verurteilt, ihren Verkaufsgrund aufzustocken? Also haben wir gerade von den zeitlichen Vorteilen, das ist immer für mich sehr wohl zu fassen. Ich bin der Meinung, tendenzmäßig wird es sicher nicht mehr Verkäufer brauchen, sondern eher weniger. Die Tendenz sehen wir eigentlich jetzt schon klar. Wenn wir Mitarbeiter dort einstellen, dann sind es vor allem Replacements, und es sind nicht neue Jobs, die geschaffen werden. Kommt dazu, dass gerade, ich habe das Beispiel gesagt, von dieser Firma mit 50 Mitarbeitern, die von bestehenden Kunden lebt, in der Tendenz, anstatt dass man einen Verkäufer einstellt, sich Firmen auch mittlerweile anfangen zu überlegen, sollen wir nicht einen Berater einstellen. Und ich denke mir, das ist eine Tendenz, die ich jetzt also in den letzten zwei Jahren immer mehr festgestellt habe. Also Tendenz zusammenfassend eher sicher nicht mehr, tendenzmäßig eher weniger. Und wenn es zur Evaluation kommt, Matthias, auf was legt ihr vor allem Wert? Wir haben so drei, vier Hauptkriterien kennengelernt von Markus. Also, nebst Persönlichkeit und sicher Beratungskompetenz ist bei uns absolut Muss. Ich weiss, ich komme irgendwie von der Branchenerfahrung her. Das habe ich auch in der Dentalbranche, danach ist es eher familienintern, auf Deutsch gesagt, den wollte ich gar nicht. Sind sonst schon komische Vögel. Aber Spaß beiseite, also es ist letztendlich Beratungskompetenz, das Verständnis zuhören können, wenn man das eine nicht kann, man einfach schnell das Geschäft macht. Mit dem muss ich gar nicht anfangen, wo ich nicht hinterher. Also so das Unwort bei uns ist abdrucken, das ist wie froh. Markus, gib uns noch vielleicht zwei, drei Hinweise oder Ideen, wie sich das KMU kann verhalten kann, dass sie gute Sales überkommen. Gute Sales überkommen? Gute Sales und Beratung. Ja, ich denke mir, also es gibt ein Stichwort, das heisst Employee Branding. Also sicher ist sehr wichtig und dass wir auf das schauen Kandidaten, wenn sie für eine Firma entscheiden, was hat die Firma für eine Reputation als Arbeitgeber auf dem Markt. Es gibt heute mittlerweile ja so Internetplattformen, wie beispielsweise Kununu, wo man kann seinen Arbeitgeber ziemlich auch in die Pfanne hauen, zum Teil völlig ungerechtfertigt. Aber das ist sicher sehr ein wesentlicher Faktor, wie wird das Unternehmen wahrgenommen als Arbeitgeber auf dem Markt? Und da bin ich fest davon überzeugt, dass da eben auch ein mittelständisches Unternehmen durchaus doch ein bisschen darf auch mit Selbstvertrauen auftreten und ihre Vorteile, die sie eben haben, gegenüber einem grossen Unternehmen, durchaus auch so gegenüber vertreten. Und das ist dann sicher auch eine gute Möglichkeit, um qualifizierte Leute. Wenn das funktioniert, dann findet man die guten qualifizierten Leute. Dann frage an dich, Benjo, ist das in der Realität so? Oder ist halt einfach der Mangel an qualitativ guten Personen oder wo passen zu euch, führt das dazu, dass ihr einfach Kompromiss macht, das ein oder andere Mal? Also wir haben, wir stellen eigentlich dann niemanden an, oder? Wenn man Personen finden. Das war letztes Sommer so, gewesen, haben wir tatsächlich niemanden gefunden verkauft. Das haben wir jetzt wiederholt im Herbst und jemanden gefunden. Ich würde sagen, jetzt in unserer Branche ist fast Entwickler ist eigentlich fast heikler. Also ich sehe das nicht so, dass es sehr schwierig ist, Verkäufer anzustellen. Also ist mir das schon häufiger nicht gelungen bei Entwicklern oder vielleicht sogar Projektleitern. Und dann haben wir gar nicht so viel gefragt, viele Verkäufer. Also das ist auch nicht so, dass man die mit die Masse, wie es anstellen müsste. Also ich kann da gar nicht so aus Erfahrung reden, gross. Ich empfinde es eher als leichter als jetzt andere Jobs bei mir. Ich möchte noch ein Schlussthema in die Runde bringen. Eine Thematik, die in sechs Bereichen nicht mehr gehört, das ist die Salarierung. Das ist auch das Verhältnis fixer Anteil, variabler Anteil. Die Frage möchte ich an dich gerne stellen, Matthias, wie handhaben wir das? Also um das von dir noch beantworten, wenn wir nicht über den Preis verkaufen, tun wir auch über die indexorbitante Löhne Leute initiieren. Das können wir sogar noch nicht leisten. Also wir müssen Fixkosten im Griff haben. Was wir erst seit etwa zwei, drei Jahren machen, ist, dass die Preisverkäufer überhaupt die Provision nehmen. Wir sind vorher absolut Fixkosten. Es hat zur Folge, dass wir eben
je kleiner das Anteil an variablen Einkommen ist, kann man mehr Qualität machen. Es braucht grundsätzlich gewisse variable Komponenten. Die sind da sehr Käufer funktionieren, auch wenn man irgendwo kann Fleisch am Knochen beißen. Ein richtiger Verkäufer, egal ob jetzt Softskills hat oder nicht, das ist relativ wichtig. Aber wir haben das relativ ausgerichtet. Wir sind dabei bei 20-80-20. Okay. Aber gewichtet, es gibt nur Provisionen für das, wo man wirklich Margen wahrt. Das heisst, am meisten kommt der Verkäufer über wenige Stunden kaufen. Das ist mit dem Klientensgeld. Wir handeln auch mit Hardware, also wir legen jetzt keine Rotor ab. Ich kann für 500.000 Hardware verkaufen, hat immer noch nichts. Da kann er verhungern, das ist mir völlig aber ein völlig transparentes System. Ja, wenn man vom Salär redet, dann gehört eigentlich die Schlussfrage wie dir, Markus. Es ist wahrscheinlich niemand so gut in der Lage, über Marktsalär den Auskunft zu geben, wo die so liegt im Sales, im beratungsintensiven Sales. Was mich vielleicht auch als die Audienz besonders interessiert, gibt es Veränderungen? Also wo liegen wir überhaupt so ungefähr die Berater und merken wir Veränderungen im Markt? Ich habe jetzt keine Marktanalyse gemacht, aber einfach aufgrund von denen Firmen, die dazukommen, Salär etwa im Mittelstand, Software-Mittelstand liegt, etwa, ich würde sagen, für einen Senior-Software-Verkäufer zwischen 135 bis etwa 170.000 Franken. Angetönt worden von Matthias bei einem Split von 60-40 fängt das an, bis 80-20. Also was drüber ist oder fix und das ist dann schon ist sehr, sehr gut und ist eigentlich so nicht üblich. Bei Herstellerunternehmungen im Software-Lösungsverkauf, da reden wir etwa zwischen 180.000 und 190.000 bis 260.000 Franken bei einem Split von 50-50 oder zum Teil heute mittlerweile sogar Split von 45 auf 55. Was deine Vorgang betrifft, wegen der Tendenz. Ich muss sagen, in den letzten knapp 10 Jahren, wenn ich jetzt als Personalberater tätig bin, habe ich eigentlich ganz klar festgestellt, dass eine Tendenz gegen runter geht. Also ich mag mich erinnern an Firmen vor 10 Jahren, die haben 320.000 Franken Zielgeld bezahlt für Softwareverkauf. Das war einfach Standardpaket. Und meine Erfahrung ist eigentlich die, dass im Softwarebereich jedes Mal, wenn eine Krise kommt, dann taugen die Salär, etwa 15-20%, dann findet man auch entsprechende Verkäufer. Wenn dann nachher der Markt wieder anzieht, geht so ein Salär dann auch wieder rauf, weil sonst findet man ja niemanden. Und wenn dann die nächste Delle kommt im März, geht das Salär wieder etwa 15% runter. Es kommt dann aber vor allem, und das ist wichtig, wenn der Markt dann wieder anzieht, geht es niemals mehr dort an, wo es vorher war. Also es gibt so die Zickzack-Bewegung gegen runter. Tendenz eigentlich ganz klar nach unten. Und oder das Gleichbleiben oder eher würde sagen, die Tendenz ist eigentlich ganz klar in den letzten 10 Jahren gegen runter gewesen. Aber vielleicht nur das, vielleicht noch, ich tue ja auch mittlerweile auch Leute nicht nur im IT-Markt platzieren. Wenn ich jetzt schaue, ich habe beispielsweise jetzt für ein sehr namhaftes Schweizer Unternehmen im Medizinalumfeld, wo ich einen Sales Manager Schweiz suche, muss Fachhochschulabschluss haben, muss mehrsprachig sein, die Firma ist bereit, dann muss ein Top-Mann sein, 130.000 Franken zu zahlen. Und da muss ich halt schon sagen, dass man halt hier in dieser Branche, ich mag sehr gut gewinnen, aber schon noch mit sehr hohen Salär, auch heute noch im Sonderlösungsverkauf tut schon bleiben. Und das denke ich mir, das wird sich in Zukunft noch mehr verändern. Da wird ein gewisser Anpassungsdruck dann noch feststellbar ja, sein in Zukunft. Ja. Danke vielmals. Das wäre unsere offizielle Podiumsrunde gewesen, die damit abgeschlossen ist. Bevor wir ganz abschliessen, Frage an euch ins Publikum. Brennt euch eine Frage unter den Nägeln an einen von diesen Herren? Das scheint nicht der Fall zu sein, das heisst, die Fragen sind alle beantwortet. Was ich jetzt mal als sehr positiv würde interpretieren. Ich möchte mich im Namen von allen Teilnehmenden ganz, ganz herzlich bedanken für euer Interesse, fürs Kommen zum heutigen Abend.
in eurem Namen, und ich denke, wenn ich darf das so sagen, möchte ich der Podiumsteilnehmer danken und den beiden Referenten für ihren wertvollen Beitrag. Es ist, so habe ich den Eindruck, gelungen, ein paar ganz, ganz gezielte, wertvolle Anregungen, Informationen zu kommunizieren. Und wenn wir nur schon 2, 3, 4 überlegen, wie können wir unseren Alltag nehmen und die pflegen und Einflüsse haben, dann haben wir gewonnen. Und ich hoffe, dass das für den Großteil oder für alle euch der Fall ist. Danke vielmals fürs Kommen. Ich möchte euch jetzt herzlich einladen, wieder in die Villa Boveri rüberzukommen und unseren Apero erwarten. Geniessen Sie den Abend noch in diesem Kreis. Danke fürs Kommen und kommen Sie dann bis später gut heim.